wenn ich nach Hause komme, dann tun mir die Füße weh, die Beine weh. Ich habe auch dann keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Sonntags haben wir dann auch teilweise freiwillig geholfen, damit wir montags ein bisschen entspannter hier angehen konnten. Das Fazit für uns im Handel ist, dass wir im Prinzip seit 2,5 Jahren, eigentlich schon für uns schon seit 3 Wochen, die Situation haben, dass wir wie vor einem Feiertag arbeiten. Das heißt eigentlich mit 140%. Für mich als Unternehmer gibt es ganz große Fragezeichen. Was ist mit Quarantänen, was ist mit, wenn die Einschläge näher kommen und so weiter und so fort. Ne? Mitarbeiterausfälle, um das abzusichern, bin ich in Vorleistung getreten, haben 5 Mitarbeiter zusätzlich eingestellt. Für die Mitarbeiter haben wir insofern Schutzmaßnahmen eingeführt, dass wir an den Kassen mit Plexiglasscheiben als Tröpfchenschutz arbeiten. Meine ältere Kundin, die im Thema Solidaritätsbekundung seit 2 Tagen ganz fleißig für uns Masken näht und die ich dann den Mitarbeitern, sofern verfügbar, eben frei zur Verfügung stelle. Wir haben dankbare Kunden, wir haben aber auch Kunden, die die beleidigen uns oder fluchen hier rum. Wenn Sie hier drüben sehen, wir haben auch mal Lücken. Das kannte der Kunde im Handel ja nicht. Wir haben immer 18.000 Artikel permanent verfügbar. Mittlerweile haben wir eben einzelne Artikel, die nicht verfügbar sind. Aber deswegen ist die Warenversorgung ja gesichert. Und das in die Köpfe zu bekommen, dass man nicht verhungert, weil die Trockenbackhefe mal 7 Tage lang nicht verfügbar ist, das hat am Anfang schon schwer auf Unverständnis gestoßen. Auch das ganze Thema, Sie kennen es in den Medien, Toilettenpapier, Küchenrollen, die denn dann auch mal einen Tag lang leer sind, bis die nächste Fuhre kommt. Mittlerweile ist es, glaube ich, in der Bevölkerung angekommen, dass die Situation so ist, wie sie ist und dass hier auch ein Stück weit hausgemacht ist. Ne?